gegen diese Idioten. Weil drumherum haben sich die Zuschauer klar positioniert. Und jetzt kommen da wieder ein paar unter der Decke vor. Das waren keine 20. Aber wer weiß, was die haben. Der eine hat so einen dicken weißen Beutel. Und hören Sie sich das an. Bravo! Bravo! So, da marschieren welche ab. Man darf sich ja leider in diesen Tagen nicht sicher sein, dass da nicht irgendwer wiederkommt oder doch noch was rauspfeffert. Aber dieser Hardcore-Block in Schwarz ist im Moment leer. Keine Ahnung, wie die Strategie da aussieht. Dazu fehlt mir wirklich die kriminelle Kreativität, glücklicherweise. So, Brich versucht das Spielfeld irgendwie. Also, ich sage Ihnen mal eins, ja, wenn die jetzt wirklich sagen, pass auf, um die Unterschrift auf den Spielberichtsbogen zu kriegen und er lässt das Feld räumen, muss man nochmal einen Ball hinschmeißen und dann abfallen. Wissen Sie was? Also wir können über so viel diskutieren. Videobeweis, Dreifachbestrafung, kriegen wir irgendwie rein, dass in Sondersituationen wie dieser ein Spiel nicht mehr angepfiffen oder ordnungsgemäß abgepfiffen werden. Leute, was ist denn das für eine Geschichte? Also mit der irgendwas habe ich da mit Sicherheit überlesen, aber das muss ja, wer will denn da noch einen Schiedsrichterball und einen Abpfiff? Bitte! So, jetzt rückt die erste Schar der Polizei ab. Sogar um draußen für Sicherheit zu sorgen. Hinten müssen sie vor dem Gladbacher Gästeblock wieder die Gitter entfernen. Ach du Heil, kann man in Hamburg nicht mal vernünftig abschalten? Nee, da haben wir keine Erfahrung mit. Muss man zusehen, dass man irgendwie das alles so... Aber warum, ich werde es erfahren im Nachhinein, warum muss man jetzt nochmal so tun, als ob hier ein normales Fußballspiel nach 190 Minuten dann zu Ende geht? Was? Warum? Es will keiner. Die Pferde müssen auch noch aus dem 16 Meter, aber ich hoffe, dass... Aber Gott, das ist eine andere Geschichte. Die Ordner gehen jetzt langsam da auf den Block zu, dann wird die nächste Reihe abziehen. Das ist eine Regel, da hoffe ich, dass ich mal so eine richtig große Wissenslücke habe, warum unbedingt dieses Spiel hier noch zu einem offiziellen Ende kommen muss. Anstatt zu sagen, weißt du was, eh durch. Gladbach raus aus dem Rennen um die Europa-League-Plätze, der HSV abgestiegen. Lassen wir es gut sein? Nein. Gut, dann machen wir das auch. So, die Pferde sind weg, der Zaun ist weg. Die eine Ordnerschar ist weg, ein anderer Zaun steht wahrscheinlich nach Regularien nicht genau 1,10 Meter von der Grundlinie weg. Der wird jetzt auch nochmal zurückgerückt. Und dann muss die Hundertschaft, die da unten noch steht, auch noch abrücken. Und dann haben wir Zeit, eine Sekunde Fußball nachzuholen. Die seit einer halben Stunde, ja nicht ganz, stimmt auch nicht, sondern einer Viertelstunde auf der Strecke geblieben ist. Da kommt noch jemand mit einem Grabkranz. Also den Kranz fand ich jetzt nicht so erschreckend, aber der Feuerwagen, da habe ich gerade gedacht, ey, mit was kommen die denn noch alles hier rein? Du meine Herren. So, also die müssen jetzt auch noch runter. Ich hoffe, dass der Platz nicht so in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn da 200 Polizeibeamte drauf rumlaufen, dass wir diesen letzten Akt dann hier auch noch durchbekommen. Der Versuch der Versöhnung, die können nichts dafür, wie die jetzt singen und skandalieren. Der Hardcore-Block ist raus, sieht so aus im Moment. Und der Vorbehalt, Bernd Hoffmann, gute Miene zum bösen Spiel. Da auch mit der Erste, der sich da aufgeregt hat. Aber wir müssen sie auch mal kurz bei der Polizei nachdenken. Ja, die sollen hier die Sicherheit gewährleisten, müssen dann aber für einen Schiedsrichterball erstmal vom Feld runter, um sich dann neu zu formieren. Aber da muss man klar sagen, die Regularien müssen eingehalten werden. Koste es an Sicherheit, was es wolle. So, Markus,
Warum kann man so ein Spiel nicht so unwürdig beenden, wie es hier gerade geendet ist? Markus Merck, entschuldige. Also die ganze Szenerie ist natürlich unwürdig, aber ich verstehe natürlich absolut Dr. Felix Brüch. Warum? Sag es mir! Warum macht man denn einen Schiedsrichter dabei? Schickt alles weg! Macht nach einer Sekunde Schluss! Markus, warum muss das sein? Also ich kann das aus Erfahrung sagen, weil ich das alles miterlebt habe. Du stehst da drin und alle Beteiligten wollen, dass das Spiel noch über die Spielzeit geht, dass es mit dem Schlusspfiff endet. Das wollen insgesamt alle Beteiligten. Im Sinne des Fußballs, im Sinne unserer Gesellschaft, wir mit Sicherheit eine andere Lösung. Markus, warte ganz kurz, weil jetzt ist hier gerade die Bundesliga. Ich will, entschuldige, es geht nur darum, lass uns dann diesen historischen Moment mitnehmen. Also ich suche noch da unten die, wie es alle wollen. Ich nehme das, was du gesagt hast, komplett hin. Aber jetzt Achtung! Die steht am 5-Meter-Raum. Ich glaube, das ist nicht erlaubt, oder? Wir müssen doch da runter. So kann das sein. Man kann auch keinen Schiedsrichterball machen, wenn da noch Polizisten am 5-Meter-Raum stehen. Jetzt kommt die Hundestaffel wieder. Nein. Wann war der Boxabend heute Abend? Das fängt, glaube ich, später an, weil wir hier noch zu tun haben müssen. Nein. Also Markus, nochmal, wunderbar, ich danke dir. Ich glaube dir das alles, wirklich wahr. Nur, versteh mich als Fan und Kommentator und ehemaliger Amateurfußballer. Ich will in die Kabine. Ich will hier raus. Ich will das nicht haben. Ich will bei Patrick Wasserzieher unten vorbei sagen, was ich von der ganzen... Ich verstehe Emotionalität, absolut. Aber wir müssen das Gesamte sehen und ganz sachlich nüchtern. Nein. Natürlich im Sinne des Fußballs sage ich Spielabbruch. Die Entscheidung muss vorher per Sportgericht feststehen. Wenn eine Fangemeinde so etwas macht, wird das Spiel als verloren gewertet. Aber die Situation ist derart nicht geklärt, sieht anders aus. Deswegen auch Verständnis bitte. Ja, der vom Himmel schön. Aber alle, nein, nicht der Felix, sondern nur... Keiner will hier einen Spieler. Ja, aber keiner will. Völlig klar, ich habe Verständnis für Felix und für alle. Die Regel muss geändert werden. So, sofort. Genau. Und jetzt, wir müssen das Achtung, wissen. Jetzt gibt es, mach es nichts Persönliches, ich will diesen historischen Schiedsrichter, aber... Es kann doch nicht sein. Die stehen da noch. Da steht doch ein Polizist auf dem Spiel. Ja, deswegen geht es auch nur weiter. Völlig zu Recht darf man dann dieses Spiel nicht beenden, wenn da ein Polizist noch steht. Weil der Schiedsrichter weiter nicht hinkommen kann. Ich werd verrückt. Was ist das für eine Regel? Schade. Da macht sich der Fußball echt selber kaputt. Aber alles super. So, und dann 17:36 Uhr. Schiedsrichterball und... Das Tor ist leer! Er kann ihn schießen! Er schießt! Es ist Schluss! Aus! Vorbei! Ein Skandal! Ein Debakel! 54 Jahre! 261 Tage! 9 Stunden, 36 Minuten und 11 Sekunden! Ein skandalöses Ende für die Bundesliga-Karriere des HSV! Das aufgrund der Regularien 25 Minuten gedauert hat. Sie waren einfach nicht fit, die Liga zu verlassen. Der HSV macht sich diese